Und damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Lords of the Fallen. Heute ist Release Day. Ich möchte mir jetzt das Spiel angucken. Es ist ein neues Souls-like Game von Hexworks, glaube ich. Ist das? Weiß ich jetzt nicht genau. Es ist die Ultimate Edition, das heißt, wir haben in der Ultimate Edition eine Klasse mehr als in der Standardversion. Und ich vermute auch mal, dass ich mit dieser Klasse zuerst starten werde. Und ich würde sagen, ohne groß zu reden, legen wir los mit Lords of the Fallen für die PS5. Let's go! Ich bin sehr gespannt. Lies of P hat mich ja schon sehr glücklich gemacht dieses Jahr als Souls Game. Und ich habe auch große Hoffnung in dieses Spiel. Also, lassen wir uns mal überraschen, was das Spiel kann. Hexworks war es, genau. Ja, wer Lords of the Fallen nicht kennt, 2014 kam von einem deutschen Entwicklerstudio schon ein so ersten Teil. Das Spiel, glaube ich, 1000 Jahre nach dem ersten. Erst runterscrollen. Und ja, die Rechte von dem deutschen Studio haben sie leider verloren und da hat jetzt ein anderes Studio das Spiel gemacht. Eine Fortsetzung. Spielt, glaube ich, meiner Meinung nach 1000 Jahre nach dem ersten Teil. Oh, geht das langsam. Haben es bald geschafft, wir sind bald unten. Soll ja auch eins der größten Souls-like Games des Jahres sein. Natürlich kommt noch eins. Man hätte es auch ein bisschen schneller machen können. Aber naja. Was soll's. Gucken, ob hier überhaupt der Ton läuft. Ja, der läuft. Oh. Gut, wir haben schon mal 2 Minuten Spielzeit und haben noch gar nichts gespielt. War's das jetzt? Danke. Wie gesagt, in der Ultimate Edition gibt es eine Klasse mehr zum Start. Aber wir kommen erstmal zum Intro. After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow. And with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Ja, sah schon sehr beeindruckend aus. Ist auch in der Unreal Engine 5 gemacht worden, das Spiel. Deswegen hoffe ich, optisch sieht's Bombe aus. Er macht schon mal Bock auf mehr.
Vor allem bin ich mal auf den Schwierigkeitsgrad gespannt. Wie das Balancing so ist hier. Hätte ich mal ein bisschen höher. Weil es doch recht dunkel ist, das Spiel. So. 3D. Ah ja, ich habe ja die Ultimate, deswegen hat man das. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht gucken. Ich gehe nochmal in die Einstellung. Weil wir wollen ja Performance-Modus. Nein, wir wollen Leistung. Bewegungsunschärfe aus. Filmkörnung aus. Operation. Machen wir aber aus. Sound können wir so lassen. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Gameplay. Untertitel an. Untertitel größer. Machen wir vielleicht mal ein bisschen größer. Mehr Spieler. Ach ja, es hat ja auch Mehrspieler-Modus. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man auch invaded werden kann. Egal. Wir wollen ein neues Spiel. Die Zeitalter vergehen, verzehren Selbsttäuschung zu glauben. Und nur wenige erleben die Offenbarung, die sie verzweifelt suchen. Sind die Sterblichen im Konflikt zwischen den Göttern nichts als Spielfiguren? Ob das Fleisch der Götter oder des Todes selbst, alles wird verschlungen. Denn sie muss sich nähren. Boris, forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Ah ja, das Spiel ist natürlich nichts für Kinder. Komischerweise hat es in Deutschland eine 16 Freigabe und in Österreich eine 18 Freigabe. Interessant. Ich denke mal, wir kommen jetzt zur Klassenauswahl. Denn das Spiel wäre ja kein Spiel, wenn man nicht noch leben würde. So, also der dunkle Kreuzritter ist von der Ultimate Edition eine Extraklasse. Den haben also nur die Leute, die 10 Euro mehr bezahlen. Dann haben wir einen heiligen Ritter. Ich weiß noch nicht, was ich spielen will. Also bei Dark Souls und Elden Ring und so bin ich halt immer auf Stärke gegangen. Strahlen, gibt's irgendwie eine Info? Irgendwie was? Nee. Kann man leider nicht gucken, weil ich würde gerne mal wissen, was unten Strahlen bedeuten soll. Oder Inferno. Verdammter. Bestimmt Level 1 Charakter. Alles gleich. Den würde ich, glaube ich, in meinem zweiten Run mal nehmen. Aber ich denke mal, ich werde mal den DLC-Charakter nehmen. Dafür habe ich ja extra die Ultimate Edition, ne? Stärke 12, Agilität 8, Beständigkeit 14. Sieht gut aus. Was Körper tut. Auch ob Frau oder Mann. Das ist Mann. Nee, ist immer ein Mann, aber nur halt breite Schultern oder nicht breite Schultern. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den dunklen Kreuzritter. Ein Paladin der dunklen Kreuzritter, ein militärischen Elite-Soldat-Orden im Dienste der Kirche des strahlenden Orios, der die Lehren des strahlenden Gottes Orios verbreitet, kostet es, was es wolle. Eine körperlich starke Klasse für diejenigen, die einen aggressiven Ansatz bevorzugen. Jo. Aber wäre der eine nicht sogar noch stärker gewesen? Ich geh noch mal kurz alle durch. Er hier hat 16. Der hier.
Na gut, ich bleib trotzdem bei Punkt Kreuzritter. Gut, starten wir mal. Ach, wir könnten natürlich noch was aussehen machen. Gut. Das sieht man doch sowieso nicht, oder? Also eh Helm auf. Ja, von hier aus. Hautfarbe. Das ist weiß. Das ist ja extrem weiß. Kein Sonnenbrand. So ist okay. Haare. Ich glaube, meiner Meinung nach ist es scheißegal, oder? Das ist einfach so. Behaarung. Ein 3-Tage-Bart, gibt's das? Der hat eine Tätowierung irgendwas. Da kommt dann immer das eine, ja. Das hier. Gesichtstextur. Ach Gott. War eigentlich okay. Und das. Wir nehmen jung, oder? Ja, mittleres Alter. Augenfarbe hätte ich gerne blau. Das ist ein bisschen zu krass blau. What the fuck? Alter. Das Blau unten dann. Bin ich hier bei Nebenfarbe. Ne, nach unten bitte. Hallo, für ganz nach rechts. Ey! Bin ich hier gerade? Da! Ich möchte aber nach da. Ich glaube, ich muss dann doch den Farbton ändern. Eigentlich gern schwarz. So ist gut. So. Augen. Nee, so ist okay. Nase ist auch okay. Ohren auch. Mund auch. Gut. Dann. Tätowierung. Brauche ich zwar jetzt nicht unbedingt. Ah, hier. Das Kreuz war cool. Also, das. Rechte, da kommt da irgendwie gar nichts. Ah, im Kreuz. Wir sind immer ein heiliger Kreuzritter. So, weiter. So, jetzt können wir noch einen Körper machen. Ja, ist mir eigentlich auch egal. Hautfarbe kann man da auch nochmal extra machen. Das sollte schon zum Kopf. Ich sehe gerade, ich bin ganz schön rot im Kopf. Hä? Ich glaube, ich muss nochmal zurück zum Kopf. Ah, so. Okay. Aber weiter. Namen ändern. Wie nennen wir ihn denn? Keine Ahnung. Ich nenne ihn Geralt. Ja. Bestätigen. Hallo? Heißt du jetzt Geralt? Ja. Gut. Starten wir mit Lords of the Fallen. Let's go. Habe ich doch schon. Bin auch mal sehr auf das Kampfsystem gespannt. Law
The latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. So, jetzt sind wir im Spiel. Exklusive Bronzefärbung, ja, das sind alles die Ultimate Belohnung. Entweihte Grabstätte. Verwende linken, um euch zu bewegen, rechts um die Kamera. Okay, das ist ja weiß, das ist schlagen. Oh, gibt sogar DualSense Unterstützung. Das ist Blocken. Das ist das besondere Feature an dem Spiel, durch diese Lampe. Können wir ins Totenreich sehen. Und wie ihr seht, ändert sich dann auch einiges. Und das wird man wahrscheinlich sehr, sehr oft benutzen müssen. Bin ich auch mal sehr gespannt auf dieses Feature. Das kann man kaputt machen, okay. Kreises Rollen. Und hier ist unser erster Gegner. Ja, drei anvisieren, ja. Aber daneben. Zwei Hits. Das sind unsere Seelen, okay. Ich frage mich, wie oft man die Lampe echt benutzen muss. Ich weiß zum Beispiel, dass es bestimmte Orte gibt, wo Motten sind, wo irgendwas im Totenreich abgeht, was man definitiv angucken sollte. Ich sehe gerade, ich bin bei euch im Bild. Ich setze mich mal weiter rüber. So. Dass man das sieht. Ja, gut. So. Schauen wir jetzt mal weiter. Wo geht's denn lang? Wahrscheinlich da lang. Aber ich will erstmal hier gucken. Okay, ich kann schon mal schwimmen. Da liegt was. Entkräfteter Schädel. Das ist eigentlich unser Inventar. Das sind Gesten. Hier. Inventar. Heilen mit der Zeit. Also das sind hier Seelen zum Poppen, die Schädel. Warum haben wir Stärke 15? Ja. Das ist unsere Ausrüstung. Ich verstehe nur gerade nicht, warum wir einen Stärke- und Beständigkeitsbonus haben, aber okay. Das erfahren wir gleich noch. Da hinten ist irgendjemand. Aber auch krass gemacht mit der Lampe. Wie ich finde. Ziel anvisieren, ja, das habe ich schon gemacht. Das ist Dark Souls typisch. Oh, sind mehrere. Oh, eine Stichattacke ist das sogar. Aber. Oh, können wir backstabben? Aber immer testen. Komm mal her. Ja, scheinbar nicht. Er hat mich getroffen. Ich teste mal, was Viereck ist. Ah, unsere Estus Flask. Sozusagen, wahrscheinlich. Drücke Vorwärtsbewegung L, um zu sprinten. Ja. Das habe ich auch schon rausgefunden. Ziel erfassen, bewegen, ja. Krass, wie das aussieht im Totenreich.
Das ist schon ein krasses Feature. Gehen wir mal weiter. Trigger Vorzbewegung L, ja, weiß ich. Aber es ist doch ganz schön dunkel. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, müsste man sehen können. Eck. Drücke beim Sprinten, um zu springen. Oh, man kann hier springen. Oh, ein Hep. Ah, wie Elden Ring. Aber man kann nur im Sprinten springen. Wenn ihr ein Ziel mit der Armisita führt, mit kreisschnelle Seitschritte um eure Feinde aus. Drücke zweimal Kreis, um euch per Rolle aus der Gefahr zu begeben. Ah. Okay. Aber daneben. Aber man kann nicht backstabben. Okay, verstehe. Du machst aber ordentlich Schaden mit der Klasse hier, ey. Inventar. Ja. Wurfstein. Ah, hier geht man durch, okay. Drücke nach oben, um in deinen Fernkampfmodus zu wechseln. Hier könnt ihr mit L2 eure ausgerüsteten Fernkampfwaffe oder einen Katalyst einsetzen. Alle Fernkampfangriffe verbrauchen entweder Munition oder Mana. Verschiedene Munitionsarten und Zauber haben einen unterschiedlichen Verbrauch. Für Bögen, Armbrust, Waffenhalte L2 gedrückt, Schnellzugriff, Verwende, für Katalysatorenhalte L2 gedrückt, alles klar. Also, lass mal nach oben drücken. Ich habe aber nicht ausgerüstet im Fernkampf. Wurfhand. Ja. Hatte ich nicht eben so ein komisches Ding eingesammelt? Da. Ah, warte mal. Ausrüstung. Also hier kann ich aber nicht wechseln. Ah, hier. Ah. Oh, ich glaube, der kommt, oder? Nee. Ah, jetzt habe ich es unten auf Viereck. Drücke, um Fernkampfmodus zu wechseln. Passiert aber nichts. Hä? Ich muss dann R2 drücken. Ah, okay. Steuern tut sich's gut. Verstehe. Das ist R1. Okay. Und X. Keine Ahnung. So. Ah, willst du mich von hinten anschleichen, Kollege? Hallo? Komm her. Jetzt kann man da noch alles machen. Den solltest du nicht anvisieren. Das ist auch so eine Besonderheit. Man kann die Seele rausziehen. Der muss schon da runterkommen. Ich komm da nicht hin. Naja. So krieg ich dich jetzt. Ich glaube, da muss ich werfen. Oh, ich glaube, das war das Falsche. Hölzernes Kreuz. Ein Kreuz der Heiligen Wächter aus Holz ist nicht als Waffe gedacht, kann aber dennoch als solche dienen. Aha. Er ist aber schlechter. Wo geht's jetzt weiter? Er hängt da oben irgendwie fest. Von hier kommen wir ja. Hä? Ach, hier? Wir haben noch zu den Kollegen, der da hinten schon rumchillt.
Schon sind wir hier durchgelaufen. Das ist cool gemacht. Gefällt mir. Minecraft mit mehreren Treffern auszuführen. Das ist L1 und R2. Hallo, wo willst du hin? Aber irgendwie verwirrt. Alle Angriffe können zwar einzigartigen Kombos kombiniert werden, dazu gehören auch Nahkampf- und Fernkampfangriffe. Außerdem können Nahkampfstellungen dynamisch mittels Dreieck gewechselt werden, um nach variantenreichere Angriffe zu ermöglichen. Experimentiere mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen und arbeitet euch an eurem eigenen Stil. Ah, das ist Zweihand und das ist Einhand, okay. Er hängt hier immer noch da oben fest. Hey Kollege, hier bin ich. Aber weil wir seine Seele beschädigt haben, hat er noch ganz wenig Energie gehabt. Die Sanguanarix ist eure primäre Werkzeug zur Heilung und wird bei der Wiederbelebung aufgeladen. Auf sie kann über die Schnellauswahl zugegriffen werden, aktiviert sie mit Viereck. Wählt einen Gegenstand in der Schnellauswahl und setzt ihn mit Viereck ein. Ihr könnt euren Schnellauswahlgegenstände bla bla bla. Ja, okay. Aber da hinten war da noch eine Tür. Kann ich die nicht aufmachen? Ja, da schauen wir nochmal kurz. Kurz die Lampe nehmen. Was ist denn mit der Tür hier? Ein Umbrall-Entität hindert euch. Oh, hier ist ein Motten. Oh. Hallo. Ich kann damit anscheinend noch nichts machen. Okay. Dann müssen wir wohl doch erstmal hier lang. Ja, die Hilfetexte, die nerven langsam. Aber die sind halt so eingestellt, dass wenn du an der Stelle bist, dass die da erscheinen. Na gut. Ja, wir müssen hier lang. Wählt eure Umbrall-Laterne mit und hebt sie mit L2. Erzeugt durch das Halten von Viereck einen Riss, um nach Umbrall zu wechseln. Achtung, ihr könnt Umbrall nur an bestimmten Punkten verlassen. Aha. Achso, weil ich sonst nicht hier rüberkomme. Na dann. Jetzt sind wir im Totenreich, was echt creepy aussieht. Und ich weiß auch, dass umso länger man sich hier aufhält, umso schlimmer wird's für einen. Als Sehenschnitte, Hindernisse. Drücke R, um sie zu erfassen, wählt eure Umbrall-Lampe. Umbrall-Lampe, ja, sorry. Hebt sie mit L2 und setzt mit L2, alles klar. Was bist du? Hallo? Er hat mir jetzt den Weg frei gemacht dadurch. Okay. Interessant. Nehmt mit R ein Feind ins Visier, wird eure Umbrall-Laterne um Seelenschinder auszuführen. Das haben wir ja schon gemacht. Hey. Das geht irgendwie nicht. Ich bin halt nicht. Hölzernes Kreuz. Cool gemacht. Wenn Seelenschnitter gegen einen Feind angewendet wird, wird ein Seelenschnitter Ladung verbraucht. Um Seelenschnitter Ladung wieder zu erlangen, wählt eure Umbrella-Laterne, hebt sie mit L2 und zapft eure Feinde oder Blasen mit R1 an. Das Anzapfen gewährt euch zusätzlich geschwächte Gesundheit zurück und sammelt von Feinden im Gebiet zurückgelassene Kraft ein. Ach so, deswegen kann ich sie eben nicht benutzen.
Okay. Sag mal, sehen wir oben links, ich habe eine wieder voll. Hier muss ich lang, oder? Hier geht's nicht lang. Okay, hier sind noch ein paar, aber ich bin ja voll. Der ist ja nicht. Eure Gesundheit wird geschwächt, wenn ihr Umbrella betretet. Umbrella. Umbrall. Oder bestimmte Aktionen mit eurem Umbrall-Laterne durchführt. Geschwächte Gesundheit kann durch Schaden an Feinden wiederhergestellt werden. Werdet ihr getroffen, verliert ihr allerdings die gesamte geschwächte Gesundheit. Na, das ist blöd. Das wollen wir ja nicht. Na, jetzt bin ich wieder voll. Also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, in diese Welt zu gehen. Oh. Das sind einige. Oh, es sind halt Lappen. Heilige Quintessenz. Und wie kann man Munition wieder einsammeln? Weil ich habe nur noch zwei oben. Oh. Drücke im Fallen R oder R2 meinen Sturzangriff. Ist schon stark die Klasse. Sackgasse. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ja. Durch einen Sehnschutter kann der Feind mit in jede Richtung gedrängt werden. Ach echt? Ey, ich habe nach links gedrückt. Na gut. Ich wollte ihn runterwerfen. Je länger ihr euch in Umbrall aufhaltet, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Je länger ihr euch in Umbrall aufhaltet, desto gefährlicher die Bewohner die Jagd auf euch machen. Mhm, an dem Auge sehen wir also, wie gefährlich es wird. Furcht. Ja, ist noch harmlos oben rechts. Geben wir die auch Energie wieder? Nee. Ey. Platzen die Eier und dann kommen erstmal die Gegner hier raus. Hui. Was ist mit euch? Hm. Aber wie lange dauert es, bis man wieder rauskommt? Oh, es steigt aber schnell jetzt oben rechts, ja? Rausziehen. Oder? Da braucht man keine Kugel dafür. Ah, das ist das Tor. Mhm. Okay. Verstehe, verstehe. Verwende mit einem Schloss Entstehungsbildnis, um aus Umbrall zu entkommen, um nach Axiom zurückzuwechseln. Okay. Machen wir das doch. Das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Wo sind wir denn jetzt? Vorntritt. Ja, hier ist Point of No Return. Da muss ich sogar hin, aber oben ging es auch noch weiter. Was haben wir denn hier noch? Scheinbar nix. Oh. Hier geht's hoch. So, da waren wir ja eben.
Ah, verstehe. Das Feature ist cool, definitiv. So, wo ist er jetzt hin? Da. Da war er mal. Lendenschutz des verdorbenen Büsers. Ja, ist schlecht. Aha. Strahlenstoß, Pergament. Hat man das unendlich, oder? Hm. Immer kurz... Ne, ich werde es mal nicht testen. Ich habe die Vermutung, dass bald ein Bosskampf kommt. Vielleicht schon an der Tür. Verlassener Rothain. Ist das hübsch. Sieht das Spiel hübsch aus, oder nicht? Hier. Überreste markieren Orte, an denen frühere Lichtträger gefallen sind. Sobald sie aktiviert sind, dienen sie als Wiederbelebungspunkt, falls ihr in Umbrei sterbt. Ihr könnt euch zwischen aktivierten Umbrei-Resten teleportieren und an ihnen andere Lichtträger rufen. Mehrspieler. Also haben wir jetzt den Mehrspieler-Modus freigeschaltet und das sind die Leuchtfeuer. Wie bei Dark Souls. Angetrocknete Überreste. Ruhen, teleportieren, Charakter aufwerten. Ach, das geht schon. Oh. Wie viel Level haben wir denn? Ein einziges Level. Wir brauchen schon... Nee. Wie brauchen wir denn? Ach, wir brauchen 2084 und 2095. Schauen wir mal, oder was? Agilität... Bestimmt Ausdauer. Nee. Feuer. Erstmal hier mit den ganzen Dingen zu gehen. Beständigkeit. Bestimmt Ausdauer. Vitalität. Gewicht. Strahlen. Mana. Aha. Inferno. Interessant. Aber ich wäre mal für Vitalität. Jo. Ja, Tatsache. Wir haben gerade so ein Level gehabt. Und hier haben wir Multiplayer. Ja, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Überreste, ja, weiß ich. Tage des Tage Karte von Mornstedt. Wir haben eine Karte. Ich kann damit aber nichts machen. Okay. Touchpad können wir nur Gesten machen. Wir haben gerade keine Karte. Tagebuch haben wir. Das ist die Welt. Zumindest ein Teil davon, denke ich mal. Also wir können ja unsere Klamotten färben. Wow. Töne der Gewalt-Trophäe. Wow, wir können nur die Kapuze im Prinzip ändern. Oder ändert sich noch was anderes? Nicht wirklich. Aber es rutscht cool aus. Das lassen wir mal. Blocken. Halte zum Blocken allein zu drücken. Achtung, das Blocken von feindlichen Angriffen schwächt eure Gesundheit. Greift Feinde an, um geschwächte Gesundheit wiederherzustellen. Werdet ihr getroffen, verliert ihr... Ja, alles klar. Parieren. Drückt L1 unmittelbar vor dem Treffer eines gegnerischen Angriffs, um ihn zu parieren. Und so weniger Schwächungsschaden zu erleiden. Und hohen Haltungsschaden zu verursachen. Sobald die Haltung als Feind... Okay, fügt einen wanken geratenen Feind mit R1 einen feierlichen Schlag zu. Ah, der erste Boss. Na dann. Let's go. Aber ich sehe gerade, wir haben nicht ausgeruht. Meine Essflask ist nicht auf 3. Das wollen wir noch schnell machen. Ich nenne es jetzt mal Essflask. Ihr wisst, was ich meine, alle Souls-Spieler. Dürften das wissen. Genau, jetzt haben wir wieder 3. Alles klar. Dann auf zum ersten Boss.
Und das jetzt. Also steuerungsmäßig finde ich sehr gut. Besser als der erste Teil auf jeden Fall. Oh, parieren versuchen. Ja, geht das gut. Der nimmt der mich. Ja. Schwer scheint er nicht zu sein. Mach aber ordentlich Schaden mit der Klasse. Aua. Das war's. Ich hab so die Vermutung, dass man den Kampf nicht gewinnen kann. Allein seine Energie ja schon nicht verwundbar ist. Boah. Soll ich jetzt sterben oder was ist euer Begehren? Ja. Der hat mich gewonnen. Ach, im Totenreich muss ich ihn besiegen. Alter. Ah, man muss sterben. Dachte ich mir. Aber übel. Jetzt aber keine 60 FPS. Wo ist denn jetzt? Irgendjemand ist da gerade gekommen. Kraft für die Herrschung nach dem Tod. Wenn ihr im Umbrall umkommt, wird eure gesamte aktuelle Kraft an der Stelle zurückgelassen, an der ihr gestorben seid. Du kannst deine verlorene Kraft mit deiner Umbrall-Laterne wiederherstellen, indem du dich ihr näherst und X drückst. Aber Vorsicht, einige Feinde könnten sie vor dir aufheben und du musst sie besiegen, um sie zurückzuerlangen. Ah, ein bisschen Bloodborne-Vibes. Wenn ihr jedoch erneut in Umbrall sterbt, bevor ihr die zurückgelassene Kraft eingesammelt habt, ist sie für immer verloren. Sind wir im Totenreich? Ah, bin ja ganz gestorben. War ja nur 11 Seelen oder so. Verloren und gefunden Trophäe. Yay. Aber wo sind die jetzt hin? Gibt's eigentlich sowas? Es gibt auf jeden Fall eine Art Hub, das weiß ich, wo man irgendwie NPCs hinbringen kann. Ja, die Qual der Wahl. Da lang oder da lang oder da lang. Wir gehen erstmal hier lang. Hey, was soll denn das? Das sind seine Energie. Klaue Umbrallparasiten. Umbrallparasiten können mit anderen Kreaturen verschmelzen und sie so schützen oder stärken. Wählt eure Umbrall-Laterne und findet mit L2 einen Parasiten. Zapft ein Parasit mit R1 ein, um ihn zu zerstören. Eierkreis. Ja? Interessant. Karte des verlorenen Rotheins.
Manchmal zeigen Motten an, dass euren Weg in Axiom blockiert ist, aber es in Umbra etwas zu entdecken gibt. Weht die Umbra-Laterne, bla bla bla. Ja, aber ich will aber noch nicht hier lang. Ich wollte eigentlich erst da hinten lang. Wobei das wahrscheinlich hier eh nur Sackgasse ist. Eine Art Tür. Das ist auf jeden Fall ein Item. Interessant. Gut, jetzt gehe ich nochmal links lang, weil da war auch noch ein Weg. Oh, rennen kann man ganz schön lange. Okay, hier geht es noch nicht weiter. Was geht mit ihm? Auch er winkt mir sogar noch. Ja. Kann man mal machen. Man sieht auch, ob meine Energie schon nicht die Hälfte ist. I always wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't care. But since it seems Adir has you marked, making you a bigger threat to the Rogar serves us both. I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the wills. Okay. If you know any, I've def. Ah, if you know any. Controller vibriert die ganze Zeit. Ach ja. Überreste von Hannelore. Teleportieren. Okay. Aufleveln geht nicht. Runen brauchen wir auch nicht. So, warte mal. Fragmente vergangener, oft traumatischer Ereignisse, die sich in Axiom zugetragen haben, können in Umbra als Stigmata erscheinen. Weht eure Umbra-Laterne, erhebt sie mit L2 und schafft durch Heiden verfähig einen Riss, um nach Umbra zu wechseln. Begebt euch erst nach Umbra, als wie sieht dann ein Stigmata mit R. Aber. Hä? Achso, in der realen Welt dann. Ah, okay. Stehe. Mindere heilige Salze. Ach, hier war der Bosskampf. Was ist mit dir? Naja, so eine Verarsche. Au. Hm.
kann ich jetzt die Welt wieder verlassen. Aber seid ihr mal die Frage, will man das oder? Hier sind schon noch ein paar Leute. Die noch einer auf die Mütze haben wollen. Was für aufzuwerfen. Und dann war eben noch einer. Der Schaden von der Klasse ist schon ziemlich nice. Das ist doch One-Hit mit, oder? Alter, kommen wir aus allen Löchern jetzt her. Ja, zu kommen. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Ausdauer. Ich frage mich, ob wir diese Zeit, die wir in dieser Welt verbringen können, noch irgendwie verlängern können. Das wäre interessant zu wissen. Ey, hör auf, darum rumzuwerfen. Das war zu kurz. Homing Missiles, ich hau erstmal ab. Das wird mir gerade zu bunt. Aber allzu lange kann man nicht in der anderen Welt bleiben. Vielleicht 5 bis 10 Minuten? Danach gibt es nur noch Stress. Hm. Ah, eine Parodie. Der da oben nervt, der schießt. Sag ich doch, der Nerv. Auf damit. Ich such dich jetzt. Jetzt ist der runtergehüpft. Gehen wir nochmal hoch. Sieht aber krass aus, ey. Da ist noch ein... Irgendwas läuft links. Nach Items suche ich dann, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe. Anvisieren wäre gut gewesen. Ich glaube, ich muss zurück ans Feuer. Keine Heilung mehr. Wobei, ich habe doch diese komischen Steinchen hier. Aber das will ich mal noch aufheben. Ist halt auch krass, dass wir schon über 2000 für ein Level brauchen, ey. So. Sehr früh. Oh, bist denn du für einer? Der sieht eine Nummer härter aus.
den machen wir mal nach dem wir am Feuer waren. Hier hinten ging es ja jetzt nicht weiter. Ich glaube, wir müssen sogar da lang, wo der steht. Ne, hier ist alles dicht. Gut, wir können da links noch lang. Irgendwie schlägt hier die Lampe aus. Irgendwas ist da drin. Boah. Das hat ja gemein. Alter, was hat der für eine Reichweite? Okay, wir gehen zurück ans Feuer. Da würde ich sagen, mache ich auch erstmal eine kleine Pause. Und für YouTube war es das hier natürlich erstmal für die erste Folge. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Können wir gleich so einen kleinen 10-Run-Farm machen, ja. Da war sie. Denn wie bei Dark Souls ist es hier natürlich genauso, dass die Leute neu spawnen. Ich finde, das sagt in der normalen Welt noch was anderes. Okay. Oh, knapp am Tod oben, ey. Gut, da würde ich sagen, machen wir hier nochmal eine kleine Pause. Natürlich kann man im Spiel keine Pause machen. Nee, geht natürlich ja nicht. Und wir sehen uns dann hier bei Twitch nach der Pause wieder. Und bei YouTube geht's dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bei Twitch geht's weiter. Bis denn.